Wir finden mit Sicherheit den passenden Platz für Sie. ABC Personal. Ich stehe hier mit Jacqueline Fleischer vor ihren Läden, muss ich ja sagen. Goldstück und Gegenstück. Jacqueline, ich sehe ein bisschen Wein, ich sehe ein bisschen Musik, höre Musik. Was hast du dir heute hier im Eingangsbereich des Weinfestes gedacht? Ja, natürlich möchten wir primär natürlich Werbung für unseren Laden machen, dass auch mal die Leute von außerhalb sehen, dass es das Goldstück und das Gegenstück gibt. Ja, natürlich in Verbindung mit dem Weinfest haben wir eine Kooperation mit Wilde Ahr aus dem Ahrtal. Meine damalige Dozentin hat mit ihrem Mann ein ganz tolles Unternehmen, Wilde Ahr. Und ja, wir verkaufen heute den wilden Rammler. Der Erlös geht komplett ans Ahrtal und ist eine Weinschorle, Bio-Weinschorle, die mit ganz viel Herzblut hergestellt wurde. Und da haben wir gedacht, das passt super, machen wir heute ein bisschen Promotion und tun noch was Gutes. Und das ist, glaube ich, das Schöne, ne? Also du tust was Gutes einerseits, man hat die Promotion wie wichtig ist es, dass man das auch dann nutzt an so einem Abend wie heute, dass wenn die Leute vorbeikommen, dass sie mal hier einfach stehen bleiben, vielleicht, dass man dann ein Schwätzchen halten kann, also dass die Leute überhaupt den Laden kennenlernen. Genau, wir haben lange drauf gewartet, muss ich sagen. Also wir freuen uns unglaublich, dass das Weinfest wieder stattfindet und das ist uns unglaublich wichtig. Also wie gesagt, man soll uns heute sehen, es geht nicht primär darum, etwas zu verkaufen heute, sondern einfach, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt, dass man auf uns aufmerksam wird, dass wir was Gutes tun und dass wir alle zusammen Spaß haben heute. Jacqueline, danke schön für dieses Gespräch. Also hier im Eingangsbereich des Weinfests eine tolle Sache, ein bisschen Wein trinken, ein bisschen was Gutes tun und das gehört auch dazu.